2. Also wir haben hinten unseren Mazerator, wo wir das Getreide ankämmen, also anweichen, das Ganze. Das heißt, das ist die Weiche. Es wird von 12% Restfeuchte auf 45% Restfeuchte wird das Getreidekorn erhöht. Das fängt dann an, schon durchzubrechen, der Kämmling. Dann wird es umpumpt in diese Anlage. Also das ist unser Malztrommel da drinnen. Dort passiert dann das Keimen an sich. Das heißt, der Wurzelkeim wird ungefähr so lang wie das Korn an sich und der Blattkeim wächst ebenfalls. Das heißt, es wird Stärke abgebaut im Korn und Zucker quasi aufgebaut. Das Ganze wird dann während dem Keimprozess, der dauert ca. 4 Tage, wird das Ganze gekühlt, da haben wir ein Kühlaggregat mit rein. Nach ca. 4 Tagen wird das Ganze gestoppt durch Zufuhr unserer Wärme aus unserer eigenen Heizung, aus der Miscanthus-Heizung. Und es wird quasi mit 45 Grad gestartet und geht dann auf bis, ja, je nachdem wie viel man Grad man haben möchte, bis 120 oder noch mehr. Und es kommen dann verschiedenste Röstaromen hervor und einfach verschiedene Malzsorten auch raus. Also dann fließen wir Wiener Malz bis in München oder Röstmalz oder Karamellmalz. Ja, wir können dann auch noch reinschauen in einen Maischetank, wo gerade ein Schlägerrocken eingemeischt wird, sehr stark gedarrt. Schauen wir uns auch kurz an, können wir dann kurz reinschauen. Der Maischetank, wenn man da reinschaut, ist ein stark gedarrtes Schlägerrockenmalz. Diese ganze braune Maische ist sicher interessanter Whisky. Nächste Woche wird das Ganze besser. Mostello-Lager, da lagern die verschiedensten Jahrgänge von Mostello und diese gebrauchten Mostello-Fässer verwenden wir dann auch für unseren Whisky. Das heißt, der Whisky kommt in ein frisch entleertes Mostello-Fass, das Gelege bleibt drinnen und der Whisky bekommt dann eine eigene Charakteristik, die für unseren Betrieb steht, ganz einzigartig ist. Und da unten hast du dann die genau. Trübstoffe? Genau, also wenn man da reinschaut in das Schaufass, da sieht man dann ganz unten die Trübstoffe liegen. Also der Mostello kommt ja ungeklärt rein. Also Mostello ist eine Kombination aus Most und Birnenschnaps. Und der wird aber dann komplett über die Jahre klar. Das heißt, diese Trübstoffe setzen sich einfach am Boden ab. Das sogenannte Gelege. Ah. Ja, wir haben da jetzt unseren eine neue Fassabfüllung, den Bauweizen Hermann, im Mostello-Fass gereift. War ja 2015 und auf Lehmboden vom Kickinger Feld geerntet. Man sieht, die Bernsteinfarbe ist typisch für das Mostello-Fass. Also diese Tannine bzw. auch die Gerbstoffe der Mostbirne verleihen dem Whisky dann eine bernsteinfarbige Note. Ja, das ist unsere neue Aufmachung. Auch mit den Koordinaten. Ja. Die Koordinaten des Feldes, ne? Ja. Ja, ist sicherlich sehr angenehm zu trinken. 54% Fassstärke. Ganz was Interessantes. Mhm. So, hallo, willkommen beim Whisky-Nerd. Zuvor haben wir gerade die neue Melzerei, der Firma Fahrthofer gesehen. Und jetzt mache ich mal ein anderes Tasting-Video. Nicht wie immer bei mir zu Hause, nein, direkt in der Destillerie mit dem Chef persönlich, Josef Fahrthofer. Das freut mich sehr. Ja, herzlich willkommen bei uns in der Destillerie. Mich freut es auch sehr, dass ich dabei sein darf. Und wir verkosten heute eine neue Abfüllung, und zwar ein Brauweizen Hermann von unseren eigenen Feldern, aus unserer eigenen Biolandwirtschaft. Ernte 2015, im Mostello-Fass gereift und gewachsen ist das Getreide am Kickinger Feld und auf Lehmboden. Das ist auch ganz interessant. Volumensprozent haben wir 54% und es ist eine Halbliterflasche, kostet 49,90 mit unserem neuen Design, mit Siegel, unserem Etikett, ja, und natürlich Glasstopfen. Noch dazu nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Genau, also Farbstoffe gibt es bei uns natürlich nicht und auch, also wir lassen nur absetzen, also ungefiltert, also es wird im Tank abgesetzt, dann vor der Abfüllung
und bleibt klar. Okay. Gut, probieren wir mal. Und für alle Zuschauer noch einmal, wenn Sie Mostello-Fass hört, steht sie gleich daneben. Hier ist dann der Mostello dazu, was zuvor ein Fass war. Genau. Das ist zum Beispiel der trockene Mostello im Jahrgang 2009. Also wir haben die Hauptsorte, die wir haben, ist süßer Mostello, aber wir haben auch einzelne Jahrgänge mit trocken. Und es ist ein nach der Portwein-Methode bereiteter Birnendessertwein, also eine Kombination aus Birnenmost und Birnenschnaps, und ist dann ausgebaut in Barrique-Fass, also in einem Eichenfass, und ein Jahr reift das Fass sogar im Freien. Und dann kommt in dieses gebrauchte Fass der Whisky rein. Das Depot bleibt drinnen, das heißt, es wird nur kurz entleert und gleich wieder gefüllt. Ja, und das ist, ergibt da eine eigene Charakteristik, und wir werden es jetzt probieren. Ja. Wieder eine schöne Farbe bekommen. Genau, diese Bernsteinfarbe kommt natürlich vom Fass, und ja, die Gerbstoffe der Mostbirne färben natürlich sehr intensiv. Also man sieht, es ist 3 Jahre alt und es ist schon ziemlich bernsteinfarben. Dunkel. Kosten wir gleich natürlich stilecht aus dem Mostello-Glas. Ist klar. Ja, dazu. Prost. Fassstärke, hat natürlich Power. Schöner Antritt. In der Nase eigentlich noch sehr mild. Da merkt man den Alkohol eigentlich nicht so. Mhm. Kann man aber dann schon. Ja. Pflaume. Schöne dunkle Früchte. Karamell. Leichte Schokolade. Kommt die Schokolade aber rüber. Da muss der Lob. Genau, das Vollmundige. Noch ein bisschen von, ja, ganz zarte Birnen. Ganz, ja, ja, die bindet sich ein, leichte kräutrige Noten. Ja, das schmeckt noch mehr. Sie haben das Ganze noch mit ein bisschen Wasser probiert, bei 54%. Wir haben da Urgesteinswasser aus unserer eigenen Quelle im Mühlviertel. Es ist ein sehr weiches Wasser, Granitquelle, und das hat einen eigenen, also sehr mild ist das am Gaumen. Und bevor das, da muss die, bevor der Whisky ins Fass kommt, wird er auch mit Urgesteinswasser auf Trinkstärke, auf Fassstärke eingestellt. Und jetzt ein bisschen fruchtiger? Fruchtige Noten, ja. Birne kommt noch ein bisschen mehr durch. Sehr angenehm zu trinken. Mhm. Und ein paar Tropfen Wasser. Mhm. Mit mehr reingeben. Wir werden jetzt so haben, ungefähr ein paar Tropfen reingeben. Ja. Von 54, ja, vielleicht auf 46, 45. Dann haben wir da Mostello kraftvoll in der Nase. Mhm. Sehr gut. Jetzt kann man das Wasser gut bekommen. Karamell kommt sehr gut. Die Birne bleibt. Die dunklen Früchte sind jetzt vielleicht ein bisschen schwächer geworden. Ein bisschen mehr von der Birne. Sehr angenehm. Da kann man ewig riechen.
kommt wieder auf die Qualität, Standard, wieder von 2, 2 plus, wie bei den anderen. Schöner Antritt. Der Mustello, also der war wirklich super. Ja, kann man so. Passt. Ist eine eigene Geschichte, eigene Charakteristik, gibt es nur bei uns. Also jetzt beim Blind Tasting von, sagen wir, da kommt der Schotten und beim anderen Österreicher haben alle eigentlich sofort den Fahrtwurf heraus. Gekannt, ja, genau. Unverkennbar. Ja. Der Mustello bringt wirklich hier. Den bekommt man schon beim Blind Tasting heraus. Ja. Also kommt wieder was Tolles auf den Markt. Bauerweizen. Ja, Mann. Ja. Wow. Mit dem Mustello macht gerade den ganzen Mund an. Wow. Super. Ja. Das ist wirklich wieder gut gelungen. Danke. Danke. Danke fürs Zusehen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky-Nerd. Ciao. Aber